So, was mach ich jetzt gut hier? Keiner greift mein Guapo an. Jetzt lass mich in Ruhe. So, wir fahren jetzt weiter mit der Karre hier zum letzten Punkt. Und wollen natürlich. So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 6. So, Leute, los hier! Tschüssi. Karl, verzwiebel dich. So, Abflug. Wir fahren zum letzten Punkt. Und wir müssen nämlich noch einen weiteren Punkt haben. Rosario ist gestorben in der letzten Episode. Und jetzt fahren wir heute ein bisschen. So, jetzt mache ich doch wieder, was ich um die. Moin, denn. Also, das ist mir egal. Solange wir nicht über den Kontrollpunkt kriegen, ist es kein Problem. So. Und ein Schild zerlegt. Entschuldigung. Jetzt war's. Das kann ich nicht machen. Ich bereue. Nee, warte mal, das ist doch unser Punkt, oder? Da kann ich auch ohne weiteres durch. Entschuldigung. Benito wants me to take it back from the army. It's an FMD base now. Daddy Dragoon has bases all over here. Without freedom, we need to break their grip on the island. I'll do what I can, Clara. Clara, I'm at the depot. Libertad needs that fuel. So, jetzt müssen wir tatsächlich hier. So, jetzt müssen wir das Kontrolle des Lager hier ausräumen, oder was? Ja, das ist klar. Das müssen wir sowieso klar, dass wir jetzt einen erhöhten Punkt finden müssen, wo wir jetzt uns die Feinde mal angucken können. Aber wo? Also hier komme ich nicht ran, das ist schon mal klar, oder? Da komme ich. Garantiert, dass ich halt nicht ran, oder? Wie sei denn? Ich komme noch nicht, da komme ich noch nicht rein. Ich will einfach mir mal gerade. Ich weiß, was Sache ist. Wo ich den hole. Ich sollte den roten Tank sammeln, wenn sie für Libertad suchen. Das war natürlich super. Super. Die werden natürlich jetzt. Ich muss mal gerade. Jetzt haben wir mal gerade Ruhe. Alter. Das wird der. Eigentlich war das nicht so geplant, aber wir haben funktioniert. Das Quapo jetzt gleich liegt, ist mir wurscht, eigentlich mehr oder weniger. Da noch mal einer. So. Gutes Quapo. So, wo muss noch ein Gegner sein? Minimum einer.
Da. Habe ich den jetzt? Das war schon der letzte Rat? Herr Robert! Kein Alarm ausgelöst, Bonusressourcen angesetzt. Klar, weil wir den Glück hatten, dass wir den auch wegschießen mussten. Einfach die Basis, Robert. Damit sagt Treibstofflager. Cool. Und 300 Erfahrungspunkte. Und das haben wir sogar geschafft. Und weiteres Schnellreiseziel. Okay, Benito. Rosario is dead, and the fuel is flowing again. Si, carajo. I admit, I got my doubts about Clara, but I never doubted you, mija. I know a thing or two about looking out for your own. Tell Clara I'm heading to her camp. She's got our boats and our support. Gracias, Dani. So, schön. Heute Treibstoff der Revolution. Das, was ich eigentlich jetzt nicht machen wollte, habe ich mehr oder weniger schon wieder abgearbeitet. Clara, Benito ist back on your side. He's on his way to you right now. Oh, ein letztes MG. Just remember our deal. I've paid my rent and then some. One of those boats has me sailing to Miami. I keep my word, Danny. How about we change history first? So, kehre zu Claras Lager zurück. Ich guck nur gerade mal noch rum hier, wenn ich hier irgendwas sagen, was ich hier irgendwie wichtig finde. Klappe. So, hab ich irgendwas? Das ist ein Feind, das ist ein Freund, oder? Is that thing going to hurt me? Schlüsselkarte zum Lagerraum. Nehmen wir mit. So, ich muss nur ganz kurz mal gucken, ob wir noch irgendwas Zeugs mitnehmen. Alles, was ich hier mitnehme. 300 Meter, da ist mitlaufen. Sehr, sehr schön. Ja, und damit haben wir auch tatsächlich dieses Lager dann relativ schnell und gut geplündert. Hier kann ich mein Fahrzeug rufen. Okay, dann gucke ich nochmal hier schnell. Ich nehme mal gerne alles mit. Hier ist noch Benzin, was wir nehmen können. So, da eigentlich müsste jetzt alles... Du hast ja nicht auch nie gedacht, dass wir die Mission so easy hinkriegen. Also zwei Folgen, klar. So, jetzt gucke ich mal gerade, wir müssen zu Claras Lager zurück. Und das nächste, in der nächsten Folge werden wir sehr wahrscheinlich die Dings machen. Diese Flugabwehrgeschichte. Regel Nummer 73. Eine Revolution wird nicht furchtlos von den Furchtlosen gewonnen, genau. Sondern von denen, die gefürchtet werden. Take down Anton's ships? We're goddamn fishermen. Then leave us to die again, compadre. The fuck are you doing? Try it. It's fun. What's the plan, Hefa? For Anton to see us from the fucking capital? Yes. Well, it's working. You've got 20 minutes until Anton's forces come. So you better start running. Go! I said... Run! Rules of the guerrilla, Juan Cortez. A revolution is not won by the fearless. It's won by the feared. What does Anton Castillo fear? Free elections, free expression, free outcasts. Ayara free of Castillos. But he will fear nothing. Unless you are willing to die for your freedom today. Not when we have more believers or more guns today. Because today I'm going to punch a hole through Castile's warships! I am not fearless. I am scared as hell. But I promise you one thing. I will be feared.
Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Let's go home, Grias. Does she know what she's doing? Who cares, Danny? She knows what we need. See you from the sky, guerrilla. So, der nächste Einsatz, den wir uns dann in der nächsten Folge auch ansehen, wird die Mission heißen Libertad auf dem Vormarsch. Eine Level 3 und eine Rang 3 Mission. Wir haben gerade eine Rang 4 Mission abgeschlossen. Und das werden wir uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge angucken. Und dann gucken wir mal, was Sache ist. Ne? Bis dann. Tschüss.